ist ein ambitioniertes Projekt. Hier kommt Wissen in Bewegung. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Trotzdem muss aber auch das Holz irgendwo herkommen, im Falle der Friedrichianer Alexandrina Navis von den Nürnberger Forstbetrieben. Wir waren natürlich erst einmal überrascht, wie man auf so eine Idee kommt, das alte Schiff nachzubauen. Ich habe es aber als sehr tolle Idee empfunden. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen, dass die Bayerischen Staatsforsten hier das Holz für dieses tolle Projekt zur Verfügung stellen. Also das war eine sehr gerade Eiche, eine einschnürige Eiche, das heißt also, sie ist sehr, sehr gerade gewachsen. Sie ist astfrei, hat einen astfreien Schaft von ca. 16 Meter und hat dann noch eine, zwar eine relativ kleine Krone, aber bestimmte Teile der Krone eignen sich auch noch für den Bootsbau. Eiche ist einfach das einzige einheimische Holz, was wirklich sehr rottresistent ist, weil es eben sehr viel Gerbstoffe enthält und was unter Wasser eben sehr lange Zeit erhalten bleibt und nicht verrottet. Und die Römer haben ja auch immer einheimische Hölzer benutzt, die gerade eben am Wegesrand lagen oder am Wasser waren. Musik